Die Menschen, die ihre Fahne in die Öffentlichkeit tragen, die tragen ihre Meinung durch die Gegend. Und wenn die Menschen heutzutage zwar eine Meinung haben, aber die trauen die sich nicht mehr so richtig auszusprechen. Außer, also was in Stuttgart damit gerade passiert? Ja, da passiert, das ist schon ganz in Ordnung. Es passiert überall. Ne? Aber es, und ist egal, was jetzt eine Fahne ausdrückt, auf jeden Fall haben die Menschen, die also sich auch mit Fahnen fotografieren lassen oder malen lassen. Früher hat man sich ja viele malen lassen, aber in der Malereigeschichte oder in der Grafikgeschichte sind ja viele Fahnenträger dargestellt worden. Auch Jesus zum Beispiel in Kirchen ist unheimlich oft Jesus mit einer Fahne dargestellt. Mhm. Und auf der Fahne ist entweder ein Bild drauf oder ein Spruch drauf. Mhm. Und diese Meinung wird vertreten. Es gibt ja diesen Spruch, sich etwas auf die Fahne schreiben. Genau, so ja. Das ist. Und, ich verdrehe das alles ein bisschen. Also das ist zum Beispiel, dieses Bild ist nach einem Schützenbild von Franz Hals aus dem 17. Jahrhundert. Und da waren immer Schützengemeinschaften, das waren also so wie Gilden heutzutage. Und die ließen sich malen in einer Gruppe mit 10, 12, 13, 14. Jeder, der gemalt wurde, musste bezahlen für sich. Mhm. Und das war natürlich der Leutnant von vorne hin und die Fahnenträger, das waren die Junker oder die jüngsten Mitglieder, die mussten immer die Fahne der Gilde tragen. Sind das diese Figuren da, diese farbigen im Hintergrund? Nee, zum Beispiel, das sehen wir nicht davorlaufen. Im Hintergrund, das ist also die Fahne dargestellt. Ja. Aber auf der Fahne habe ich ein Bild von einem zeitgenössischen Maler, also aus dem 20. Jahrhundert, von Dubuffet. Aber der hat ja auch so einen Hut auf wie der andere. Und auch ein Schnurrbart. Mhm. Das kommt auf einer ganz anderen Welt. Also es sind zwei verschiedene Kultur- oder Kunstepochen, ja, werden da also nebeneinander oder durcheinander dargestellt. Was ich jetzt sehe, dass sie ja sehr groß sind. Das ist damit, sie sind ungefähr lebensgroß. Genau. Also es ist nicht auch daran, weil es, als ich sie gemalt habe, auf einem Türblatt, mhm, also das ungefähr so groß ist wie ich und damit, ja, also dem Meinungsträger gegenüber ist. Und sind auch schon mehrmals ausgestellt worden an verschiedenen Orten, also oder zum Beispiel? Fünf oder sechs in Frankreich, mehrmals in Kirchen. Also die Kirchen in Frankreich gehören ja immer den Gemeinden, wo sie da sind, also die, mhm, meisten. Also und es ist nicht so hier wie beim Fotografieren, da werden sie auch fixiert, aber die hängen immer unten frei, also dass sie sich bewegen auch. Also es soll, ja, immer Bewegung, also der menschliche Leben. Und wenn einer vorbeigeht, dann bewegen die sich. Weil zum Beispiel auch in Löhne, in der Stadthalle oder in, muss ich jetzt mal überlegen, wo das ist schon, gibt schon seit ein paar Jahren. Jetzt kommt es, also das ist, die Aufnahmen machen wir fürs Museum Dienstlaken, da wird, mhm, auch ein Teil davon gezeigt. Also nicht alle, sondern immer nur ein Teil. Da war es in Brüggen, in der Burg Brüggen. Da hing es ganz oben im Saal des Bergfrieds. Also hingen 12 Stück davon, weil da 12 Fenster waren. Also an jedem Fenster war die 12 Apostel oder? Zum Beispiel. Oder 12 Monate oder sowas. Nee, das war, weil der Dachstuhl so war. Und okay. Die Zahl 12 ist ja, hat ja auch meistens bei der Architektur was zu tun mit den Himmelsrichtung, mhm, zum Beispiel Kleve gab es in den barocken Gartenanlagen wie irgendwo anders, so ein Sternberg. Ein Sternberg ist, da gab es auch 12 Schneisen in die Wälder gehauen, in den Reichswald gehauen, mhm, und auf jedem
Schneisenenden war ein Kirchturm zu sehen. Also, war das so vom Winkel her als die unterschiedlich? Ja, es war so gemacht, von einem konntest du also Fernreise nach Holland hin, ja. Ganz, also du musst natürlich 300 Jahre zurück. Aber nicht 360 Grad? Denn doch, das war richtig, ja. Ja, aber nicht ungefähr. Nee, aber dann, ungefähr. Da war es also wie die Kirchenlage. Ne? Ja, nicht, ja. Aber manchmal gibt es aber auch Sachen, Spiele, wo es eben wie die Windrose ist, die dann also im Norden, also die Norden, Osten, Süden, Westen, vier und ja. Dann im Nordosten sind ja acht und dann noch, ja. Das ist also ganz spannend. Also, das ist also Kirchen war ja damals immer Messpunkte auch, die Spitzen von Kirchen. Ja, ja. Und dann eben diese religiöse Geschichte kommt natürlich ja. Auch dazu. Ne? Ja, also sie war nicht nur geistige Orientierungspunkte, sondern auch räumliche. Ist das Tusche? Das. Also dann ist noch das, also die Fahnen trägt den ganzen Tisch immer mit Tusche gezeichnet. Ja. Und die Fahnen, auf denen ja normalerweise also die habe ich ausgemalt, als ich gegriffen habe. Ne? Ja. Also die Meinung ist, also ja, die Farbe soll einfach, das Farbige soll einfach ein bisschen vielleicht dazu einladen, dass die Menschen wirklich ihre Meinung vertreten. Ja. Die muss ja nicht eingefallen, dann gibt's auch nicht, ne? Aber es sind viele Farben, ne? Bei denen sind viele, bei anderen natürlich weniger, aber manchmal ist oder den Ausschnitt habe ich gewählt oder so ist vom Motiv her. Ja. Aber dadurch kriegst du natürlich, dadurch, dass die Gestalt schwarz-weiß, kommt die nach vorne und die Farbe kommt nach hinten. Ne? Und bei denen ist gerade noch ein ganz lustiges Element da, du siehst, der Kopf ist gelb. Das Licht nachher ist kein normal oder der Seitentag. Und dann haben wir was drüber geklickt und dann drüber geknallt. Ne? Mhm. So Geschichten gehören dann einfach dazu. Ne? Also, dadurch wird es auch fast eine Collage. Ne? Ich setze mal einen Punkt und sage danke. Punkt! Komm mal Stich. Wie findest du deine Themen? Weil das sind jetzt ja auch. Weiß ich nicht. Ich habe
Zuhause, du kannst nirgendwo hingehen oder nirgendwo hingehen. Das, ja. Da das Glück, mein Stolperstein. Wir haben gar keine Idee und ich habe so viele, die kann ich gar nicht realisieren. Und wenn du nämlich mit Menschen zu tun hast, die keine Ideen haben, ne? Also die, ja. die nicht rauskriegen oder nicht wissen, diese, ja. ne? Also gibt es ja wirklich. Also, ja. Und ich habe so, hab echt genug. Aber die, Ideen für Zeichnung oder Malerei oder sonst was, oder ist egal was für Musik oder so, habe ich echt genug. Also,